Einen schönen Abend. Hallihallo, herzlich willkommen zu Puffpuffs Happy Hour. Jawohl, die einzige Stunde im deutschen Fernsehen, die nur 45 Minuten dauert. Das leisten wir uns. Dankeschön, Dankeschön. Sehr freundlich, sehr nett. Sehr nett, sehr nett. Fast schon gelogen. Ich hatte übrigens Geburtstag. Es ist schon länger her, aber ich wollte mal gucken, wie Sie reagieren. Also es war nicht vor kurzem, aber es ist einfach. Aber da muss ich halt, da muss ich über eine Sache muss ich reden, weil das ist auch blöd. Ich hatte Geburtstag und ich bin jetzt in so einem Alter, da kriegst du nichts mehr geschenkt. Ja, man kriegt, nee, im Gegenteil, ja, nee, wirklich. Nee, mittlerweile gibt es dann wirklich so einen Anspruch nach dem Motto, ja, lad doch ein. Aber ohne, dass ich was geschenkt, also und da, vor allen Dingen nicht zu Hause. Nein, man will dann essen gehen. Dann wollen sie ja alle essen gehen. Und das Beste ist, der Nicht-Beschenkte darf dann auch noch zahlen. Und da muss ich Ihnen sagen, ganz ehrlich, ich kriege gerne was geschenkt. Sehr gerne was geschenkt. So, und wenn du dann halt mit deinen Freunden, oder die halt übrig geblieben sind, wenn du mit denen dann abends weggehst, dann musst du auch für Kacke hauen. Ne? Dann musst du ja zeigen, bei mir läuft. Freunde, ich lade euch ein. Das heißt natürlich Sterneküche. Sterneküche, super. Als ich in WhatsApp Sterneküche eingegeben habe, hat das Schreibprogramm Sterbeküche daraus gemacht. Und ich sage Ihnen, da hätte ich schon stutzig werden sollen. So, und dann dachte ich, komm, bist du pfiffig, weil wenn mit denen in so ein teures Restaurant gehst, habe ich mir gedacht, komm, bestellst du lieber mal ein Menü vor. Ja, weil A, große Gruppe, wir waren knapp 10 Leute und dann kommen die in so eine Entscheidungsbedrulle, weißt du, dann sitzen die da alle zusammen, die meisten wissen nicht, warum sie die Karte halten sollen und dann unterhalten die sich erstmal eine Stunde, nimmst du Wasser mit Bitzel oder Wasser ohne Bitzel. Und ich habe mir gedacht, komm, da entscheidest du vorher für die, was die dann essen sollen. Ne? Dann habe ich auch kostenseitig einen besseren Überblick, nicht, dass da jeder ein Rinderfilet, also um Gottes Willen, irgendwann ist auch gut. Ohne Geschenk ist auch irgendwann gut. So, und ich hatte mir dann ein Menü ausgesucht für die, weil das sind alles so Hobbyköche. Ne? Es sind ja alles Hobbyköche, das sind so Genusssommeliers. Die treffen sich dann auch immer zum Männerkochen, zum Frauenkochen oder zum Gemischtkochen. Und dann kochen die immer. Ne? Dann haben sie in irgendeinem Foodblog haben sie wieder irgendeine Frucht entdeckt, von der bis dato keiner wusste, dass es eine Frucht ist. Und dann gemeint, das könnte man irgendwo reinhobeln und dann schmeckt es noch besser. Also ist egal. Also ich habe ein Drei-Gänge-Menü ausgesucht, dachte, komm, bist du pfiffig. Drei-Gänge-Menü. Vorspeise habe ich gedacht, Gänsestopfleber. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich esse es gerne. Es tut mir leid, ich esse es gerne. Ich dachte, komm, mach's mal. Hat natürlich sofort eine meiner Bekannten gesagt, das kannst du nicht machen. Gänsestopfleber kannst du nicht machen. Was ist das denn? Also das ist ja politisch vollkommen unkorrekt. Dann hat sie mir die Parallelen zwischen Waterboarding und Gänsestopflebern erklärt. Das Gute ist, der Kellner war pfiffig. Der kam sofort an und meinte, ihre Gänse seien fair gestopft. Dann waren wir alle, ja. Und dann waren wir alle beruhigt. Selbst sie hat es gegessen und gesagt, das sei sehr lecker. Das sei eine sehr, sehr leckere, fair gestopfte Gänsestopfleber. Als Hauptgang, das war auch witzig, da hatte ich dreierlei Jaune. Da dachte ich, dann habe ich erstmal nachgeguckt, was das übersetzt heißt. Das heißt dreierlei Gelb. Da dachte ich, das ist doch eine Krankheit. Aber nee, das waren gelbe Gerichte. Und zwar hatten die da einmal Tortellini in so einer Curry-Safran-Soße mit schwarzem Pfeffer. Dann hatten sie auch wieder Rinderfilet mit einer gelben Soße und schwarzen Möhren. Wusste ich auch nicht, wie alt müssen die werden damit. Aber gut, er hat gesagt, das ist aber. Und dann gab es noch einen Safran-Kisch auch nochmal mit schwarzem Trüffel oben drauf. Es war alles gelb-schwarz. Alles gelb-schwarz und ein Kumpel von mir ist Hardcore-Schalke-Fan. Und wirklich, der wurde kreidebleich und wir alle, was ist denn, hast du einen Schlaganfall? Und er so, ey, das fresse ich nicht. Und meinte er wirklich, das fresse ich nicht. Die Stimmung im Arsch, ein anderer Freund von mir, der meinte dann, bestell halt ein Schlumpfeis. Ja, das würde auch spielerisch besser zu seiner Mannschaft passen. War die Stimmung voll im Arsch? Ja. So, und super, dann dachte ich, komm, der Nachtisch. Der Nachtisch muss es rausreißen. Das fand ich super. Ich hatte einen Nuss-Nougat-Mousse au Chocolat mit einem Sternfrucht-Sorbet aus Gletschereis. Na klasse, da fing die von der Gänsestoffleber schon wieder an und meinte, wo kommt denn das Gletscherwasser her? Das ist ja wohl. Und dann fing sie an mit diesen Quellen, der Privatisierung der Quellen in Afrika. Da habe ich, oh, weißt du, man kann aber auch. Und ja, ein Freund von mir, der hatte dann noch gesagt, er hätte eine Dokumentation über Reportagen von Magazinen gesehen. Und ja, und die hatten sich, Wahnsinn, die hatten sich auf Berichterstattung spezialisiert. So. Und die meinten alle, nein. Ja. Das Einzige, wo der Abend halbwegs harmonisch lief, das war, wollt ihr einen Kaffee? Da haben wir sofort alle gesagt, ja.
Ne, und was wird, man trinkt ja keinen Kaffee mehr, macht man, nein, man trinkt doppelte Espressi. Wichtig ist Espressi. Sagen Sie nicht Espressos, dann sind Sie am Arsch. Also Espressi, man nimmt einen doppelten Espressi mit Milchschaum. Doppelter Espresso mit Milchschaum, also Espresso Macchiato. Doppelter Espresso, ich hab das so häufig wiederholt, ich hatte hinterher 4 Espressi mit Milchschaum. Von. Ich habe die alle getrunken, weil ich dachte, scheiße, kriegst nichts geschenkt, dann trinkst du wenigstens das, was du bestellt hast. Also ich hatte an dem Abend ungefähr 17 Espressi Intus. Irgendwann bin ich nach Hause, ein bisschen aufgeregt, weil das war mir auch auf den Magen geschlagen. Ich hatte dann von dem ganzen Zeug relativ wenig gegessen. Irgendwann lag ich im Bett, konnte natürlich nicht schlafen wegen der 120 Espressi. Und da habe ich mir gedacht, ey, wie scheiße oberflächlich sind wir eigentlich geworden. Und da habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr feiere ich auf jeden Fall, aber es dürfen nur Leute kommen, die mir was schenken. Es gibt Würstchen mit Pommes und ich will mal wieder richtig voll sein. Also Alkohol. Wirklich Unterkante, Oberlippe, vielleicht mitbrechen, mir ist es egal. Aber ich sage Ihnen, früher war nicht alles schlecht. Dankeschön. Ja.